Das Oldenburger Computermuseum ist wieder da. Und wie? Auf 600 Quadratmetern präsentiert die neue Ausstellung im Postgebäude am Bahnhof Heimcomputer der 70er und 80er Jahre. Und, ganz neu, eine OCM-Arcade mit Flippern und klassischen Spielautomaten. Am Dienstagabend gab es die erste offizielle Eröffnung, nach 13 Monaten. So lange dauerte die intensive Umzugs-, Renovierungs- und Genehmigungsphase nach dem Auszug aus dem alten Domizil.